Ich habe hier ein neues Z590-Board von Asus, das ROG Maximus 8 Hero. Und da steht vor drauf, for those who dare. Also frei übersetzt etwa, für die, die sich getrauen. Ich habe mich gefragt, getraue ich mich auf diesem Mainboard den i9-10900K mit diesem Ding hier zu kühlen? Kompletter Nonsens. Ist es auch, soll es sein, soll einfach ein bisschen Spass machen. Zu diesem Zweck habe ich mit dem 3D-Drucker hier so einen Trichter gedruckt, den ich hier draufstecken kann. Und nachher an meinen Kühlkörper vom Noctua NHU12 anheben. Puck, puck, puck. Schips. Der IT-Duster, der wird sehr heiß. Sprich, ich will nicht einfach die ganze Zeit laufen, während ich am Booten bin und Cinebench und so starte. Ich würde einfach hier einen dran lassen. Stecken wir noch die Kabel ein. Kabi, 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 kabu, kabu. Kabababababu. Probieren wir mal starten. 3, 2, 1. Okay. Also machen wir doch mal einen Test dran mit Cinebench. Ich mache jetzt einfach einen Wallcore, nichts Besonderes. So, komm. Putz, 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 putz. Zehkerne. Kommt man nirgends her beim Multicore. 6080 Punkte. Das war Maximum auf 80 Grad oben. Jetzt haben wir mal die Baseline etabliert hier für den Test. Ich würde sagen, let's test it. Achtung, fertig, los. Also, Projekt definitiv gescheitert. Er ist auf 94 Grad hoch. Hat man gerade gesehen, hast rot geworden, die Hardware-Info. Das heisst Thermal Throttling. Wieso hat es nicht geklappt? Ich sehe drei Gründe dafür. Der erste ist hier ganz klar der Kühlkörper von Noctua. Der ist einfach nicht darauf ausgelegt, auf Radiallüfter, wie hier im IT-Dusters verbaut ist, sondern auf Axiallüfter, die normalerweise getroffen sind. Der zweite Grund hat wieder mit dem Radial-Axial zu tun. Sprich, trotz dem Trichter, den ich hier gedruckt habe, ist der Luftstrom vom IT-Dusters eben typisch radial, sehr gerichtet, nicht verwirbeln, wie das bei einem Axiallüfter der Fall ist und trifft darum sehr konzentriert auf einen Punkt hier auf dem Kühlkörper von Noctua. Der dritte und letzte Grund ist auch wieder der IT-Dusters. Ich meine, der Kleb wird heiß, er macht heiße Luft. Wie willst du mit heißer Luft etwas Heisses kühlen? Klappt einfach nicht. Da bleibt mir echt sagen, ja, man hätte es vorher können wissen. Trotzdem, es hat Spass gemacht, das mal auszuprobieren und ein bisschen mit dem IT-Duster zu tasten.